1985 macht das NES als Platzhirsch in der Branche fachlich unter Dach und Fach den Schachtlicht. Und das mit Absicht, Super Mario und Zelda, Instant Classics und das Pad vom NES, genauso wackig wie flashig. Ziggy, die Sega und Atari wollen damals auch mit Konsolen werden, doch außer dem NES konnte keiner von ihnen groß werden. Das Master System Lineup ist ein Kram wie Phantomschmerzen und der Atari 7800 klingt popherzig. Vierte Gen war 16-Bit, technisch extrem lit. Das Turbo Graphics hat aber eigentlich nur nen 8-Bit-Chip. Aber brauchst du nicht, scheiß drauf, Digga. Wichtig ist, das Sega Genesis ist bei uns als Mega Drive geschippt. Sonic 3 und Knuckles hat gefällt. Trotzdem war das NES der Chef, bleibt gesetzt. 50 Mio Sales, Nintendo scheffelt das Cash. Für die Konkurrenz sah es derweil nicht so dolle aus wie Neo Geo. Gibt halt niemand $600 aus. Du glaubst, dass das nicht teuer war? Nein, nein. Einmal Girl, für dich sind das heutzutage zwei Balenciaga Shirts oder Louis Vuitton oder Vetements oder eine andere Scheißmarke, die einfach ihr Logo auf irgendein Shirt druckt und dafür noch Kohle bekommt. 1993, Beginn der 3D-Chronik, Atari Jaguar, 3DO, Panasonic. Zwei Jahre später kommt der Saturn von Sega, doch ohne Sonic. Alles total gefloppt, bei denen läuft ja mal gar nix. Beim N64 wurde eine dicke Chance verpasst. Auf CDs hat Nintendo keinen Bock gehabt und der Deal mit Sony ist geplatzt und Sony so, ihr könnt mein grauen Plastic-Ass lecken. Ich mach mein eigenes Ding mit Black Discs and Tekken. 1999, Dreamcast, der nicest Teil. Interessiert hat trotzdem kein. Alle spielten PS2, DVD auch dabei. Schon ganz geil, Sony hat sich fast den ganzen Kuchen einverleiht. GameCube und Xbox haben derweil die Krümel unter sich aufgeteilt. Wobei, das stimmt nur zum Teil, weil Halo ging zumindest in den USA schon ziemlich steil. Aber egal, nur ein Detail. 2005 kam die Xbox 360 mit Xbox Live. War sie online allmächtig, aber technisch war sie eigentlich gebrechlich. Denn der Red Ring of Death macht deine Xbox ganz fix Schrott. Was gibt's noch? Ach ja, 2006 kommt die Nintendo Wii. Und trotz SD und Remotes im TV verkauft sich die Wii wie nie. Auch die PS3 ist beliebt, denn sie kommt mit Blu-ray-Player und ihn gibt's wie DVD damals quasi for free. Die Wii U war so wie die Switch, nur scheiße, der widme ich keine einzige Zeile, außer dass ich den Dreck schrott. Mit der Faust durch das Padbox, aber kommen wir zur Xbox One. Was habt ihr getan? Präsentation bei der E3, derbe creepy. Kein Gaming, nur TV und TV und TV. Die PS4 ist die ist real key. Bis Nintendo dagegen den Krieg zieht und die Switch siegt und auf dem Handheld und dem Heimkonsolenmarkt diese Elite kriegt. Und das ist auch schon das Ende der Geschichte. Xbox Series X und PS5 hat eh keiner gekriegt. Scheiß auf 4K, 60p. Wir zocken immer noch SD. Du spielst an deinem PC, während deine Mom in mein Cartridge bläst. Es geht. Es geht. Es geht. Es geht. Es geht. Yeah. Es geht.